In der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern trafen am 31. Oktober der FC Anker und der Penzliner SV im Wismarer Kurt-Bürger-Stadion aufeinander. Das Spiel nahm nach Anpfiff schnell Fahrt auf, da in gewohnter Manier gleich in der 5. Minute ein Tor durch die Nummer 8, Pedro Alagusch vom FC Anker fiel. Danach ließ die Kraft der Mannschaft nach. Die Ballwechsel erfolgten zwar schnell, dennoch wurde aus den vielen Torchancen in der ersten Halbzeit kein Torschuss. Die zweite Halbzeit eröffnete in der 48. Minute das Tor der Nummer 9, Sahid Wahab des FC Anker. Großes Gejubel zum 2:0 auf der Tribüne der Anker-Fans. Plötzlich ein Angriff des Penzliner SVs. In der 58. Minute schoss Andi Mielke das erste Tor für die Gäste in diesem Spiel. Dann wurde es so richtig spannend. Nur 3 Minuten später schoss Sahid Wahab das 3:1 für den FC Anker. Erneut flinke Ballwechsel und viele Torchancen, die diesmal auch genutzt wurden. In der 67. Minute schoss Daniel Kowal der gegnerischen Mannschaft das 3:2. Das konnte der FC Anker natürlich nicht auf sich sitzen lassen. In der 89. Minute schoss Pedro Alagusch das Tor zum klaren Sieg für den FC Anker. So endete die Partie nach 90 Minuten im 4:2 für den FC Anker. Ein emotionales Spiel für die Wismarer Mannschaft, für ihre Fans und für den Trainer Cristiano Dinalo Adigo. Das habe ich auch die Mannschaft gesagt, dass wir auch dann dankbar sein sollen. Aber dieses Dankbarsein heißt jetzt nicht einfach nur Danke sagen, sondern in Form von Leistung. Und das hat dann meine Mannschaft dann heute bravourös rübergebracht. Die haben alles reingeworfen. Klar, zwischendurch war ein bisschen Leerlauf, aber man soll dann immer mit der Gegner rechnen. Und das ist ein Gegner, die haben Druck gemacht. Und das ist ja nie einfach, in dieser Liga dann zu punkten, zu siegen. Mit dem 4:2 gegen den Penzliner SV sichert sich FC Anker zudem den 3. Tabellenplatz. Das nächste Heimspiel steht derzeit noch nicht fest.